Level 205. Sicher, gesichert, niedrige Aktivitätenanzahl. Überlebensschwierigkeitsklasse 1. Level 205 ist eine flache Ebene aus Gras mit einer Fläche von etwa 100 Quadratkilometern, ohne einzigartige Merkmale. Die Ränder von Level 205 sind mit einem 10 Meter hohen Maschendrahtzaun in der Nähe der äußeren Kanten von Level 10 und Level 11 ausgekleidet. Level 205 ist in der Regel frei von Entität, mit Ausnahme von Warps. Einige können jedoch versuchen, die Zäune von Level 10 und Level 11 zu überqueren. Level 205 hat über 30 versteinerte Gegenstände aus den Vorstufen. Beispiele für die Artikel von Level 205 können unten eingesehen werden. Bemerkenswerte Gegenstände. Artikel 205.2, der Halsschädel, Bedrohungsstufe Amber. Artikel 205.2, sein Eichschädel, der mit ungewöhnlich großem Maßstab, 26 cm langem Geweih. Die Verwitterung von Artikel 205.2 kann über das Objekt hinweg durch Anzeichen von Exposition im freien Bleichen der oberen Oberflächen und Fehlen eines zweiten Geweihs und eines unteren Unterkiefers beobachtet werden. Es wird angenommen, dass das Terfied aufgrund eines feindlichen Verhaltens gegenüber den Entdeckern von sich selbst aus klug ist, sich auf die Entdecken ihrer Füße und Beine mit den Zehen stechen und dann das Bein ihres Opfers klemmen, wenn sie gleichermaßen mit einer Bärenfalle bedeckt sind. Gegenstand 205.7. Gefahrenstufe Grün. Artikel 205.7 ist ein lebendes, versteinertes Spinosaurus-Skelett, das etwa 7 Meter hoch und 13 Meter lang ist. Artikel 205.7 ist in der Lage, sich fortzubewegen, zum Beispiel sprinten mit 52 km pro Stunde am schnellsten. Artikel 205.7 ist in der Regel fügsam und in der Natur mit einer aggressiven Natur, wenn es provoziert wird. Artikel 205.7 ist völlig in der Lage, allein zu leben, ohne Nahrung, Fortbewegung oder Ruhe zu benötigen. Artikel 205.13. Kriegsfossilien. Artikel 205.13 bestehen aus 15 fossilisierten Panzern, Flugzeugen und Maschinen im Style der 1930er Jahre. Item 205.13 Instanzen sind einigermaßen intelligent und nehmen ihre Umgebung mit einem IQ von 83 wahr. Gegenstand 205.13 Instanzen wurden bei Spielkämpfen beobachtet, zerstörten beide Strukturen und griffen in einigen Fällen Menschen, Insanities oder andere Wesen der Backrooms an. Gegenstand 205.13 muss in Level 205 eingeschlossen werden, um den Schaden auf anderen Leveln zu minimieren. Wenn die Eindämmung durch eine Instanz von Gegenstand 205.13 durchbrochen wird, muss er sofort zerstört werden, bevor Schaden auf Level 11, 10 oder anderen Leveln entstehen kann. Gegenstand 205.24. Bedrohungsstufe Grün. Gegenstand 205.24 ist ein empfindungsfähiges menschliches Skelett, das die Skelettstruktur jeder Kreatur nachahmen kann. Gegenstand 205.24 ist schätzungsweise 243 cm groß und wiegt 40 Kilo. Gegenstand 205.24 hat die Fähigkeit, alle Knochen des Körpers nach Belieben zu verrenken, einschließlich des Brustkorbes, des Schädels und des Rückenmarkes. Gegenstand 205.24 benötigt, ähnlich wie Gegenstand 205.7, weder Nahrung noch Ruhe. Gegenstand 205.24 verhält sich normalerweise passiv gegenüber älteren Bewohnern von Level 205. Bei neueren Bewohnern, die seit 7 Tagen oder nicht mehr in Level 205 waren, zeigt Gegenstand 205.24 ein fügsames Verhalten und greift nur an, wenn es provoziert wird. Weitere Gegenstände müssen noch entdeckt und dokumentiert werden. Entdeckung. Im Jahr 2000 Daten gelöscht. Waren 6 Mitglieder der FOJ mit den aufgestellten Regeln nicht einverstanden und wurden aus dem FOJ Außenposten von Level 2 verbannt. Nachdem sie 10 Tage lang nach einer geeigneten Gruppe gesucht hatten, in der sie sich niederlassen konnten, landeten sie in Level 11. 2 verbannte Mitglieder waren neugierig auf einen Maschendrahtzaun an der Grenze von Level 11 und kletterten in Level 205. Basen und Außenposten. Zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung gibt es keine Basen, Außenposten oder Gemeinschaften in Level 205. Level 205 wird nur von 6 entlaufene Mitglieder der FOJ bewohnt. Die BNCG debattiert über die Einrichtung eines Außenpostens in Level 205. Ein- und Ausgänge. Eingang. Level 8. Noclip durch die Decke von Level 8. 1 zu 3000 Chance. Level 11 und 10 einen Maschendrahtzaun erklimmen. Level 80 gehe 50 km von der Straße entfernt. Ausgänge. Level 11 und 10 erklimmen den äußeren Maschendrahtzaun. Eine Party. Brich eine versteinerte Pinata auf.